Team 5. Macht sie platt. Ich finde sie auch so ein bisschen overpowered. Also die scheint tatsächlich die Mammutpanzer von Emperor zu sein. Ist meine Meinung. Okay. Sollte man einen weiteren Sammler in Auftrag geben. Fuck. Wir haben eine Cobra verloren. Egal, wir brauchen neue Cobras. Wir müssen Cobras bauen. Ganz wichtig. Komm schon, komm. Greif doch das Ding an! Will er nicht. Ich will nicht angreifen. Von was? Ihr blockiert euch jetzt nicht ernsthaft gegenseitig, Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Ich wollte ganz gerne Carry-Alls bauen. So, wir müssen die Verteidigung wieder auffüllen. Was ist das denn? Ihr lasst euch von einem Kampfpanzer der Harkonnen blockieren? Im Ernst? Nee, im Dieter. Ja, nicht witzig. Übrigens, ich habe meinen BMT, glaube ich, verloren. Kann das sein? Haben wir hier einen dabei? Tatsächlich. Da ist sogar noch was drin. Warum sagt mir das keiner, dass da welche an Bord sind? Ja, schreibt mir das irgendjemand wieder in die Kommentare. Das kenne ich ja schon, das Prozedere. Ne, ich kenne da jemanden, die macht das sehr gerne. Solche Sachen in die Kommentare zu schreiben. Zerstört diese verdammte Raumfahrergilde. Oh, das sieht tatsächlich besser aus, als ich gedacht hätte. Nur ihr seid Team 2. Kannst du das zerstören? Kommt da auch nicht ran, ey. Genau das meine ich nämlich. Diese Enge hier, wenn wir die absichern können, dann ist das geil. Ihr glaubt gar nicht, wie geil das wäre. Und es kommen immer mehr Truppen. Finde ich gut. Kommt, meine Truppen, kommt zu mir. Hm. Das wäre nämlich so optimal, wenn wir das absichern können, wirklich. Genau das ist nämlich mein Plan, dass ich hier diese Enge, wo ihre Überzahl bedeutungslos ist, ne? Dieses Zitat dürfte ja durchaus bekannt sein. Wenn wir diese Enge hier nämlich abgesichert haben, wirklich gut gesichert haben auch, dann hat der Gegner keine Chance mehr, da durchzukommen. Wir können uns in Ruhe aufbauen und vor allen Dingen auf diesen verdammten Stützpunkt unten konzentrieren, der uns die ganze Zeit auf die Nerven geht. Und das Schöne, er kommt mit seinem blöden Egel nicht ran. Also hier hätte man so viel Freiraum zum Taktieren. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht, energietechnisch? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend brauchen wir noch zwei weitere. Oh, ich hoffe mal, dass es unserer Energie weiterhilft. Das wäre nämlich durchaus von Vorteil. Wie ihr seht, wir können jetzt endlich die Einheiten davor attackieren. Das ist so geil. Aber leider ist der Gegner nicht doof, wie man sieht. Also er versucht schon, denen entgegenzuwirken. Aber das Schöne ist, er kommt da nicht so leicht ran. Das ist so schön. Wenn sich seine Gegner nämlich daran festheften,
und nicht an unserer Basis, ist das wesentlich besser. Ihr seht ja, unsere Kobras können in Ruhe zuhauen. In Ruhe. Ohne Probleme. Das ist so schön, das glaubt ihr gar nicht. Das ist so ein innerlicher, weiß ich nicht, Erfolg. Ein innerlicher Erfolg. Sagen wir es mal so. Deswegen werde ich jetzt, das ist nämlich auch die Idee, die ich hatte, einfach den Geländevorteil einfach mal ausschöpfen. Und zwar voll ausschöpfen. Und dann noch die Vorteile, die die Cobra hat. Und ich hoffe, dass das mit den Harkonnen ähnlich gut funktionieren wird. Herr Transporter. Sie haben gerufen, Sir. Können wir was für Sie tun, Sir? Und so können wir nämlich langsam aber sicher einen Angriff planen. Es sei denn, es kommt so eine Scheiße vor hier. Aber auch dagegen sind sie vorbereitet. Das finde ich gut. Hauptsache, der Gegner kommt nicht auf die Idee, irgendwas in der Richtung, irgendwas Fieses einzusetzen. Wie zum Beispiel eine Superwaffe. Das wäre richtig gemein. Ach, das brauchen wir nicht. So, dann werden wir jetzt noch die restlichen, ich glaube es sind zwei, von den Windfallen, die hier noch nicht besetzt wurden von uns. Die und die. Ich glaube, die anderen haben wir schon besetzt. Ist ungewöhnlich von mir, diese Taktik. Ich weiß. Aber es ist durchaus von Vorteil, wenn man so einen geilen Vorposten wie hier hat und den dann auch noch so gut mit Cobras, mit simpelsten Mitteln so gut absichern kann. Das ist wirklich von Vorteil. Wir haben zwei Sammler, okay. Es ist nicht viel, aber es ist besser als gar nichts. Muss man dazu sagen. Gut, wir haben den Raumhafen, das ist gut. Nee, es passt nicht. Es passt nicht! Scheiße! Doch jetzt. So. Bau hat begonnen. Neue Bauoptionen verfügbar. Ich bin ein bisschen angespannt. Muss ich schon sagen, ja. Aber man merkt, es geht voran. Besser als bei den Harkonnen auf jeden Fall, weil da wurden wir regelrecht überrannt. Von dem Gegner. Also da hatten wir wirklich null Chance gehabt. Ja, Carry-All meldet sich. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt noch eine ähnliche Harkonnen-Einheit haben, die Ähnliches vollbringen kann, dann sind wir schon gut dabei. Dann sind wir wirklich gut dabei. Ach, guck mal an. Die Frage ist jetzt halt nur, beginnt dieser blöde Countdown nach einer gewissen Zeit? Ich hoffe es nicht. Das wäre wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil für uns, wenn dieser blöde Countdown nicht losgeht. Aber ich glaube, soweit, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, ich weiß, ich habe nachgelesen, ich bin böse, ich weiß. Wenn es tatsächlich zutrifft, was ich gelesen habe, dass auf leichter Countdown nicht startet, dann haben wir wirklich sehr viel Zeit. Und wir können uns in Ruhe vorbereiten, in Ruhe angreifen. Wir haben wirklich alle Zeit der Welt. Und das ist das Schöne. Ich hasse es, unter Zeitdruck zu stehen. Und das ist kein Witz. Ich hasse es wirklich, unter Druck zu stehen. Das mag ich überhaupt nicht haben. Da werde ich zum Tier. Das finde ich furchtbar. Nee, Cobra brauchen wir erstmal keine mehr. Ich würde jetzt gerne erstmal den Sammler ersetzen, den wir verloren haben. Ah, ist das schön. Ich freue mich. Ich weiß, es ist nur leicht, es ist ein Pussy-Schwierigkeitsgrad. Ja, ist mir aber egal. Ja, sollen sie mal. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, ich glaube, die Jungs kommen gut zurecht. Lass sie nur nicht zu nah an euch ran. Ja, genau das meine ich nämlich. Bloß nicht zu nah ranlassen.
Wie? Was? Wo? Mhm. Okay. Ich meine, es wäre mir ja ein Fest, wenn wir das Arsenal der Harkonnen auch noch zur Verfügung hätten, ne? Aber, ne. Wir haben sie aber gut runtergeschwächt, auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Sadokar. Was ist denn da unten los? Ei, 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 ei. Es wird interessant, Leute. Es wird interessant. Das auf jeden Fall. Den werde ich mal abziehen. Wo willst du hin, Junge? Du kannst sowieso nichts mehr reißen. Deswegen kannst du auch genauso gut zum gegnerischen Stützpunkt fahren, dich vernichten lassen, genau. So, sehr gut. Der Igel ist weg, wunderbar. Gut, das sieht auch gut aus soweit. Also wir scheinen echt jetzt einen Vorteil zu haben, dadurch, dass wir hier unseren Vorposten haben. Das ist echt nicht schlecht. Mensch, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, ne? Das Schöne ist, vielleicht kann ich ja hier sogar den Ordos-Palast positionieren. Das wäre noch richtig geil. Das wäre noch so ein richtig schöner Bonus. So, wir haben unsere verlorenen Sammler wieder ausgeglichen. Das ist super. Das ist richtig gut. Wird ausgebildet. Mensch, es läuft. Das überrascht mich. Das überrascht mich sogar sehr. Aber es freut mich auch umso mehr, dass das läuft. Ja. Finde ich gut. Hängt euch mal schön fest. Ihr kommt nämlich nicht an meine Kobras ran. Geil. Ist das schön. So, können wir den Palast positionieren? Nee, nicht so wirklich. Schade. Können wir den hier positionieren? Ja, hier können wir ihn positionieren. Und wir haben sogar noch genügend Energie. Dadurch, dass wir die Tailaxo-Windfallen hier haben. Ich glaube, ich werde auch meine normalen Windfallen hier bauen. Es sind 6 an der Zahl. 6 an der Zahl. Ich werde die mal aufbauen. Dann können wir die hier eventuell verkaufen. Beziehungsweise, nee, ich baue die mal so nach erstmal. Dieser Harkonnen-Stützpunkt da unten, der stört mich noch so ein bisschen. Wenn der weg ist, dann haben wir hier wirklich alles abgesichert. Dann brauchen wir hier nur noch die Kette absichern. Und dann haben wir den Bereich schon mal ganz gut gesichert. Dann haben wir den Bereich für uns alleine. Ist das schön. Und es geht kein Countdown los. Oh, ist das schön. Herrlich. Deswegen speichere ich das jetzt auch. Spielstand gespeichert. Ist das schön. Einfach mal Ruhe. Das ist so geil. Das glaubt ihr gar nicht. Wo? Wie? Was? Diese blöde Raumfahrergilde, ne? Ja, die will einen den Plan kaputt machen. Blöde Raumfahrergilde, echt. Ich mag die nicht. Widerliche Kerle. Ah, gut. Ich baue hier hinten mal ein paar Abwehrstellungen auf. Das Wichtigste ist, dass diese Enge hier gesichert bleibt. Das ist elementar, dass die wirklich gesichert bleibt. Einheit verloren. Wird ausgebildet.
Sollte hier vielleicht nochmal einen Laserturm mit aufbauen. Ach, an den kommen sie auch ran. Interessant. Es gibt nur die Fabrik da, okay. Ich will mal was probieren. Ich will die Fabrik mal besetzen. Und das war ein Atreides Ornithopter. Gut, der Ingenieur ist da. Und es scheint, dass die Gegner kein Geld mehr haben. Doch, sie haben noch Geld. Schade. Dieses Katapult da, das stört mich. Sadokar, ihr habt exzellente Arbeit geleistet. Schade, kann ich leider nicht. Gebäude wird oder? MBF? Neue Bauoptionen verfügbar. Gut, also wir haben hier Zugriff auf die Fahrzeugtechnologien der Harkonnen. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Die Frage ist, wenn wir jetzt ein weiteres MBF bauen, was ich ja jetzt gerade mal tue, spaßeshalber, kriegen wir dann Zugriff auf die Fahrzeugtechnologie, auf die Bautechnologie der Harkonnen? Ich weiß das nicht. Ich hoffe es mal, weil das wäre richtig geil. So. Wenn wir mal die verloren gegangenen Dings hier ersetzen. Sehr schön. Drei Kobras gegen einen, das ist hervorragend. Chaosblitz auf voller Leistung. Mhm. Oh, was ist das denn hier? Gildenraffinerie, okay. Ich verwende mal seine Truppen gegen ihn selber. Frage ist jetzt. Ich setze den Bauhof jetzt mal ein. Die Frage ist jetzt, ob wir jetzt tatsächlich Zugriff haben auf die Technologie der Harkonnen oder nicht. Es ist ein Harkonnen-Bauhof. Das steht schon mal fest. Es ist ein Harkonnen-Bauhof. Das heißt, wir können tatsächlich die Harkonnen-Technologie benutzen. Und ihr wisst, liebe Freunde, was das bedeutet. Ich sage nur eins. Todeshand. Ist das schön. Wir haben Zugriff auf die Todeshand. Das ist so geil. Das glaubt ihr gar nicht. So, das heißt, wir brauchen 6, 7... Nein, nicht Ordos. Ich würde gerne die Harkonnen-Kaserne nutzen. Achso, ich muss die erstmal verbessern. 9. Das Geschöpf muss vernichtet werden, bevor es völlig zu Bewusstsein kommt. Scheiße! So viel dazu. Es gibt also doch einen Timer. Toll. So viel dazu. Danke dafür, für diese Verarschung. Ich dachte, man kann sich Zeit lassen. Ja, Pustekuchen. Oh, die Aufnahme ist vorbei. Ich werde es aber nicht speichern. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Emperor Schlacht um Dune. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich speichere es mal unter Let's Play 3. Beziehungsweise missionsintern 3. Und dann werden wir mal weitersehen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen werden. Jedenfalls sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wie heißt Emperor Schlacht um Dune. Aber bis dato sage ich nun, euer Waldbefehl sagt ciao. Mit einem Aufstoßer noch, super. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.